Aus gegebenem Anlass ist das folgende Video für Personen unter 18 Jahren nicht geeignet. Seit ungefähr 1996 wurde die Horrorfilmwelt vom sogenannten Slasher-Genre dominiert. Initiiert durch Wes Cravens Scream-Reihe erlebte das Genre nach seiner Popularität in den 80ern eine Renaissance und diverse Slasher-Reihen bekamen eine weitere Fortsetzung. Naturgemäß schwankte die Qualität und dementsprechend satt gesehen hatte man sich bald an den vielen böser Killer mit großem Messer Filmen. Doch es gab auch kreative Köpfe im Horrorbereich. Im Jahr 2000 betrat der erste Teil von Final Destination das Schlachtfeld. Schlachtfeld, ich hab's kapiert. Oh, toll, du bist wieder hier. Ich dachte schon, du wärst noch im Urlaub. Wunschdenken, mein Lieber, Wunschdenken. Nein, im Ernst, nachdem ich die Ratten dressieren konnte, an den Ketten zu knabbern, da war es ja nur noch eine Frage von ein paar Wochen, bis ich mich wieder einigermaßen bewegen konnte. Ich gebe zu, aus dem Vulkankrater zu entkommen, das war nicht ganz so einfach. Allerdings immer noch leichter, als dem bis dato unentdeckten Eingeborenenstamm klarzumachen, dass ich einen Flughafen bräuchte. Ja, immerhin hatten die was zu essen. Ja, was für ein Glück. Hast du eigentlich schon mal gegrillte Termitenlarven gegessen? Hör mal, ich mache hier gerade ein Review und würde gerne damit weitermachen. Ja, klar. Lass dich nicht stören. Ich werde es versuchen. Also, wo war ich? Ach ja. Final Destination überraschte seinerzeit mit einem Szenario abseits des Slasher-Genres. Das zwar ein realistisches Grundsetting bot, basierend auf einem Flugzeugabsturz, welcher ironischerweise im Jahr 1996 vor Long Island stattgefunden hat, jedoch einige fantastische Komponenten mit einmischte. Den Tod! Nun ja, der Tod an sich ist jetzt keine fantastische Komponente, sondern die einzige unüberwindbare Wahrheit. Nein, vielmehr geht es darum, dass der Tod aktiv in die Geschicke der Teenager eingreift. Doch eins nach dem anderen. Grundsituation ist in allen Filmen die gleiche. Eine Gruppe von Menschen kommt in einer Massenkatastrophe ums Leben. Wow, kurze Filme. Einer dieser Menschen wacht dann auf und stellt fest, dass er oder sie die ganze Katastrophe nur geträumt hat. Die Person stellt weiterhin fest, dass alle Ereignisse genau so eintreten, wie er oder sie es im Traum gesehen hat. Im Rahmen eines hysterischen Anfalls wird tatsächlich eine Anzahl von Leuten vor der Katastrophe gerettet. Boah, als Tod wird mich das aber echt nerven. Ja, so geht es unserem Tod hier auch. Deswegen verbringt er den Rest der Filme damit, die Opfer mit mehr oder weniger kreativen Kettenreaktionen zu sich zu holen. Und zwar in der Reihenfolge, in der sie auch im Traum das Zeitliche gesegnet haben. Ja, und damit kann man einen Film machen? Kann man, doch, wie heißt es doch so schön? Nur weil man etwas machen kann, heißt es nicht, dass man es unbedingt machen sollte. Waren die ersten beiden Filme noch aufeinander aufbauend, die Charaktere noch mehr oder weniger sympathisch oder zumindest nachvollziehbar in ihren Handlungen, kristallisierte sich bereits im zweiten Teil eine Verschiebung des filmischen Schwerpunktes heraus. Gore. Sodass das Niveau des Films sank. Gore. Und dafür einem anderen Attribut Platz machte. Gore! Ja, Gore. Im zweiten Teil waren die Gewalt- und Splatter-Eskapaden noch halbwegs sinnvoll in den Kontext eingearbeitet, legten im Vergleich zum Erstling aber bereits ein, zwei Schippen drauf. Tja, und der dritte? Nun, der dritte setzt seinen Fokus nicht mehr auf die Charaktere, deren Entwicklung und deren Versuch, dem Tod zumindest teilweise zu entkommen. Teilweise? Ruhe auf den billigen Plätzen. In diesem Fall erleben wir vielmehr inkonsequente Charaktere, die so handeln, wie es der Plot gerade gern hätte, viel leeres Geschwafel und relativ kurz hintereinander geschaltete Unappetitlichkeiten. Und wie das in der Praxis aussieht, wollen wir uns heute mal näher anschauen. Ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Reisende soll man nicht aufhalten. Ich bin der Letzte, der dich zwingt, hier zu bleiben. Na, wenn du wüsstest. Da wir uns in diesem Video recht intensiv mit dem Film beschäftigen, gibt es natürlich Spoiler!
Solltet ihr den Film also noch nicht gesehen haben, dies aber noch wollen, stoppt jetzt und schaut euch was anderes an. Oder macht etwas Produktives, ja. Also, noch ist Zeit. Okay, hallo an alle, die noch hier sind. Oh, danke. Dich habe ich nicht gemeint. Final Destination 3 beginnt an einem Ort, den wir alle lieben. Auf einer Kirmes. Oder einem Rummel oder einem Jahrmarkt. Wie immer man das je nach geografischer Herkunft nennt. Ist ja auch egal, jeder mag sie. Ich nicht. Ich auch nicht, aber ich halte uns beide jetzt auch nicht gerade für repräsentativ. Ach so, na herzlichen Dank. Bitte, bitte. Hier auf dem Rummelplatz lernen wir unsere Opfer in Spee kennen. Und mal ganz ehrlich, keiner dieser Figuren würde ich spontan eine Träne nachweinen, sollte ihnen möglicherweise etwas passieren. Was in einem solchen Film auch das Letzte ist, was man erwarten würde. Besonders wenn man den Spannungsbogen bedenkt, um zur Katastrophe zu kommen. Es dauert sage und schreibe 14 Minuten an Exposition, in denen die Nervigkeit der Figuren zur Schau gestellt wird, in denen die Hauptcharakterse festgelegt wird und in der wir erfahren, dass sie ein ungutes Gefühl hat. Endlich geht die geplante Achterbahnfahrt los und es kommt, wie es kommen muss. Allerdings nur vor dem geistigen Auge von X. Als sie wieder aufwacht, ist alles wieder gut. Oder etwa nicht! Nein. Stimmt, denn X stellt direkt fest, dass sich die Ereignisse, die der Katastrophe vorangingen, wiederholen. Sie kriegt einen hysterischen Anfall, was dazu führt, dass unsere Gruppe von Hauptakteuren der Achterbahn verwiesen wird. Nochmal Glück gehabt, was? Die schon, wir nicht. Denn für uns gehen deren Leben und damit der Film weiter. Natürlich tritt die Katastrophe ein. Hey, Moment mal, Augenblick. Wir haben in der Vision gesehen, dass die Katastrophe durch die Kamera von Arsch ausgelöst wird. Arsch ist aber mit den anderen der Achterbahn verwiesen worden. Also, die Katastrophe dürfte also überhaupt nicht eintreten. Ich stimme zu. In diesem Fall aber auf solche kleinen logischen Fehler hinzuweisen, ist, als würde man ein totes Pferd treten. Die Katastrophe tritt ein und die Grundprämisse mit dem Tod, dessen Plan durcheinander gebracht wird, wird initiiert. Yay. Genervt, dass ihm die Kids entkommen sind, greift der Tod immer wieder ein, um seinen Plan doch noch umzusetzen. Fängt er dann wenigstens mit den unsympathischen Leuten an? So ziemlich. Unsere ersten Opfer sind die G-Strings. Dumm und dümmer? Genau. Yay. Die G-Strings wollen auf der Beerdigung ihrer toten Mitschüler möglichst gut aussehen und suchen daher den Assi-Toaster auf. Hier angekommen, tun sie, was sie am besten können. Rumbitschen, dass man ihren Tod noch weniger betrauert? Yep, und das spricht auch schon eins der größten Probleme dieses Films an. Die meisten Charaktere sind unsympathische Arschlöcher. Sie verstoßen gegen Regeln, sind unfreundlich, eingebildet und... Es könnte natürlich auch sein, dass das eine geschickt subtil gestaltete Form von Gesellschaftskritik ist.
Wobei die G-Strings Teile der sieben Todsünden repräsentieren. Das könnte bedeuten, dass die Intention der Macher war, herauszustellen, dass die Todsünden notwendigerweise zu einem grausamen, qualvollen Tod führen werden, nachdem man in der Hölle landet. Ja. Die subtilste und durchdachteste Symbolik, die dieser Film zu bieten hat, sieht so aus. Was war das? Ich weiß nicht genau. Vielleicht kommt's ja wieder. X kommt inzwischen auf den Trichter, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Sie bespricht es mit Y, der Mitte überlebt hat, während sie in einem Drive-In darauf warten, dran zu kommen. Keiner von beiden ahnt, dass der Tod direkt auf sie zugerollt kommt. Halt, Moment mal. Die beiden waren doch noch gar nicht dran. Die saßen in der Achterbahn doch ganz hinten. Die können doch noch gar nicht sterben. Tun sie auch nicht. Stattdessen wird der Dritte in der Reihe erwischt, wie es dem Plan entspricht. Wow, der hatte es aber überraschend schnell hinter sich. Stimmt, auch das fällt auf. Mancher Tod wird wegen Schauwerten, respektive Titten, fast schon zelebriert. Während es bei den Leuten, denen man es mindestens genauso gönnt, wenn nicht noch mehr, es oft kaum mehr als eine Pointe für Splatter-Fans ist. X findet inzwischen heraus, dass die Fotos, die sie auf dem Rummelplatz gemacht hat, Hinweise darauf liefern, wie die Person auf dem Foto ums Leben kommt. Wie praktisch. Schon, vorausgesetzt, man interpretiert das Gesehene richtig. Das ist auch so ein Problem des Films, denn wie das so ist, sind Zeichen in der Regel sehr frei interpretierbar. In diesem Fall sind sie sogar extrem wechselhaft in ihrer Deutlichkeit. Hat der eine laut Foto einen Ventilator im Kopf, stirbt er auch durch einen Ventilator im Kopf. Bei einem weiteren Foto trägt das Opfer ein T-Shirt, auf dem der Name ihrer Uni steht. Sie schlussfolgert das Offensichtliche, nämlich, dass einer der Überlebenden der Gruppe, der zufällig den gleichen Namen trägt, sie umbringen wird. Bei wieder einem anderen werden Schwerter, die weit, weit im Hintergrund zu sehen sind, direkt als Todesursache identifiziert. X und Y eilen also zu ihm, um ihn zu warnen. Seine erste Reaktion ist subtil, wenn auch nachvollziehbar. Ihr seid auf Crack, alle beide. Und? Und was? Na, sind die Schwerter sein Verhängnis? Nun ja. Da hat er ja noch mal Glück gehabt und ist jetzt sicher, hm? Nun ja. Oh. Überhaupt, dieses ganze Fotogedöns führt einfach zu nichts, da die Tode dadurch nicht verhindert werden können. Vielmehr dient es dazu, die Hauptcharaktere von einem Schauplatz zum anderen zu scheuchen, damit sie auch ja alle Tode mitbekommen. Auf der anderen Seite sind die Interpretationen der Fotos, wie schon angedeutet, einfach seltsam und schwer nachvollziehbar. Gibt's noch mehr Beispiele? Naja, was ist das Erste, was dir bei diesem Bild als mögliche Todesursache in den Sinn kommt? Er wird während eines Feuerwerks sterben, das während eines Volksfestes gegeben wird, auf dem er zum Security-Team gehört. Was? Das war ein Scherz und nicht mal ein guter. Als wäre ein Feuerwerk explodiert? Da bin ich auch gerade. Ich arbeite beim Sicherheitsdienst. Oh. Ja, oh. Wurde denn dieser Job oder auch nur wenigstens das Fest mit einer Silbe erwähnt? Nein. Ja, das kommt völlig aus dem Nichts? Ja. Oh. Aber hey, das macht nichts. Denn dieses Volksfest ist ja nur der klimaktische Schauplatz, an dem die letzten Überlebenden zum großen Showdown zusammenfinden. Denn nachdem die G-Strings, der nervige Arsch, die Gruftschlampe und der Sportler erfolgreich aus dem Film entfernt worden sind, macht Hobby-Gruft die X für alles verantwortlich und stalkt sie. Die hat im Moment allerdings ganz andere Sorgen, da sie herausgefunden hat, wer in der Achterbahn unmittelbar vor ihr saß und damit als nächstes fällig ist. Ihre Schwester samt Freundin. Da-da-da! Was für ein Twist! Schon, doch dieser Twist ist völlig sinnfrei. Erstens sind mir diese Leute sowieso völlig egal. Zweitens wurde die Suche nach den beiden, die vor X und Y saßen, vom Film selbst so nebensächlich dargestellt, dass dieser Twist auch niemanden hinter seinem Popcorn hervorlocken kann.
Um es kurz zu machen. X' Schwester wird in einer langen hektischen Sequenz gerade noch so gerettet, damit die Freundin der Schwester nebenbei Flagge zeigen kann. Wir werden sie vermissen. Ja. Wie hieß sie noch gleich? Keine Ahnung. Ab hier wird es ohnehin etwas wirr und schwer nachvollziehbar. Hobby-Grufti entert den Schauplatz und konfrontiert X mit... Tja, womit eigentlich? Ja, vielleicht seinem Rumgepose und Größenwahn. Ja, kommt hin. Sinn und ziellos, wie dieses Rumgebitsche von Hobby-Grufti ist, nervt es den Tod scheinbar schließlich so sehr, dass er X einfach überspringt und die eigentlich für sie bestimmte Ladung auf ihn niedergehen lässt. Yay, alle fertig, Film vorbei? Fast. Überzeugt davon, dass der Plan des Todes überwunden und sie bis auf Weiteres in Sicherheit ist, ist X 5 Monate später nach New York gezogen. Sie fährt U-Bahn mit ihren Freunden und bekommt ein komisches Gefühl. Oh, schnell X, mach Fotos, damit du in der Fortsetzung sehen kannst, auf welche Weise sie sterben. Nicht nötig, denn wie es scheint, haben die Macher des Films selbst gemerkt, dass die Sache mit den Fotos Blödsinn ist, der zu nichts führt. X' Gefühl wird stärker, als sie neben den merkwürdigen Anspielungen auf den Tod auch noch sowohl ihre Schwester als auch Y zufällig in der gleichen U-Bahn vorfindet. Wow, was für ein plotfreundlicher Zufall. Krieg ich ein Und der Kreis schließt sich. Die U-Bahn-Katastrophe findet tatsächlich statt. Diesmal von Ratten ausgelöst. Und X ist mittendrin statt nur dabei. Das ist ja eigentlich geschickt gemacht. Der Zuschauer versucht ja jetzt automatisch, sich die Reihenfolge zu merken, in der die Passagiere sterben, ne? Das wäre zugegebenermaßen geschickt, wenn wir erstens nicht eh schon ziemlich am Ende des Films wären, wir zweitens einen Dreck darauf geben würden, wie es mit X, ihrer Schwester und Y weitergeht und drittens die neu eingeführten Charaktere länger als 30 Sekunden kennen würden. Und wer hätte es gedacht, X erwacht aus ihrer Vision und das Spiel geht von vorn los. Doch diesmal mit einer Pointe. Ja, denn X erwacht zu einem Zeitpunkt so kurz vor der Katastrophe, dass es nicht mehr möglich ist, die U-Bahn zu verlassen und unsere liebgewonnenen Charaktere unaufhaltsam in den Tod rollen, ohne irgendeine Möglichkeit, das Unglück abzuwenden. Hätte man nicht die Notbremse ziehen können? Die ist auch in New York in jeder U-Bahn vorhanden und leicht zu erreichen ist sie auch. Ohne irgendeine Möglichkeit, das Unglück abzuwenden, denn die Notbremse funktioniert sinnvollerweise nicht. Final Destination 3 ist ein Beispiel, wie sehr man das Potenzial eines Franchises buchstäblich ausbluten lassen kann. Die Grundidee mit dem Plan des Todes wird als Mittel zum Zweck eingesetzt, um entweder uninteressante oder schlichtweg unangenehme Charaktere von einem Splatter-Tod in den nächsten zu jagen. Die Gewalt ufert in einer Weise aus, dass sie dem Film sämtliche Sympathie raubt und ihm stattdessen einen gemeinen, boshaften Kern gibt. Die Charaktere sind in ihrem Verhalten inkonsequent und schwer nachzuvollziehen. Der Plot macht im Grunde, worauf er gerade Lust hat und etabliert spontan den Ort des Klimaxes, dessen Hintergründe in den ersten 2 Dritteln des Films nicht mal Erwähnung finden. Zugegebenermaßen ist der Film handwerklich gut gemacht, lässt aber Stil und Originalität. Ganz zu schweigen von einer gewissen Tiefe. Die ersten beiden Teile über die Austauschbarkeit erhoben vermissen. Was bleibt, ist ein 89 Minuten langes Schlachtfest, bei dem reine Gorehounds zwar durchaus auf ihre Kosten kommen dürften, die Fans von Atmosphäre und Charakterentwicklung jedoch eher abschreckt. Ach, mach doch, was du willst. Ich geh nach Hause. Und ja, das Skript zu diesem Review ist tatsächlich 13 Seiten lang. Exposition, 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 half a play. Exposition, Exposition, story geht voll ins Detail. Exposition, Exposition, es hört ja gar nicht mehr auf. Exposition, Exposition, ich guck schon auf dieser Lauf. Exposition, Exposition, gehen in keinen Schlaf, ja. Exposition, Exposition, leiten keinen Plan. Exposition, Exposition, geht's jetzt endlich mal vor.